wissen mehr. Das ist das Leitmotiv unserer Ausstellung, die dazu einlädt, Globalisierung einmal vom Wasser aus zu sehen. Karten rückten die Meere mit einem Mal in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Aus Weltkarten wurden so gewissermaßen Weltmeereskarten. Diese Karten zeigten die globale Welt mitsamt ihren vielfältigen Verflechtungen und Zusammenhängen, aber auch mit ihren Verwerfungen. Aus sozialgeschichtlicher Sicht weist vor allem die Fernmigration über die Meere das 19. Jahrhundert als ein globales Zeitalter aus. Karten führten nicht nur vor Augen, wie sich die Welt, nicht zuletzt durch Migration, rasant veränderte, sondern schufen auch Voraussetzungen dafür, dass die überseeische Migration überhaupt zu einem erdumspannenden Massenphänomen werden konnte. Diese frühe thematische Karte zur Auswanderung aus Europa von 1861 zeigt, wie sich im Zuge der aufkommenden Dampfschifffahrt räumliche Beziehungen in der Welt und damit die Bedingungen für Migration veränderten. Erst die Meere verbinden diesen imperialen Raum zu einer Einheit und die Karte betont das, indem sie die von London ausgehenden Dampfschifffahrtslinien farbig hervorhebt. Es ist ein Glücksfall, dass die Karte des Tonga-Grabens heute erhalten ist, gemeinsam mit den Überlieferungen des Perthes-Verlages. Diese Überlieferungen bilden heute die Sammlung Perthes und diese Sammlung stellt auf dem europäischen Kontinent das einzige erhaltene Archiv eines Kartenverlages dar. Und in diesem Archiv sind Tausende von Meereskarten und über 12.000 Seekarten abgelagert worden, sodass man im tiefsten thüringischen Binnenland eine der größten Seekartensammlungen in Deutschland finden kann. Gotha ist also im 19. Jahrhundert einer der herausragenden Orte der Meeresforschung, die sich in diesem Zeitraum zu einer Fachdisziplin, zu einer wissenschaftlichen Disziplin entwickelt. Und so kann man eigentlich kurz sagen, dass das Meer in Gotha liegt, beziehungsweise Gotha am Meer liegt. Kleiner als eine Seekarte, wie sie zur Navigation auf Schiffen benutzt wurde, kleiner auch als die Chart of the World, die alle Verkehrswege der Welt auf einem Blatt zusammenfasst, ist der Seeatlas. Justus Perthes hat ihn 1884 zum ersten Mal verlegt und er zeigt im kleinen Taschenbuchformat ebenfalls die ganze Welt, auch auf einer kleinen Weltkarte, vor allem aber zerlegt in Ausschnitte, Hafeneinfahrten, Nebenmeere, einzelne Kanäle. Elena Stirz, eine Mitarbeiterin in unserem Projekt, hat ein Exemplar des Seeatlas auf einem Flohmarkt gefunden, das einmal einem Herrn Karl Ebert aus Nürnberg gehört hat. Spannend daran ist, dass dieser Herr Ebert per Hand und in roter Tinte auf der Weltkarte dieses Atlas eine Reise eingezeichnet hat. Die Fahrt der SMS Alexandrine, einer Korvette der Kaiserlichen Kriegsmarine, die in den 1890er Jahren auf Samoa stationiert war. Ob Herr Ebert selber auf der Alexandrine jemals gefahren ist, wissen wir nicht. Wahrscheinlich hat er eher einen Bekannten gehabt, der zur Besatzung gehört hat, und er hat dann im heimischen Lehnstuhl die Reise dieses Schiffes nachvollzogen, hat das eingetragen. Damit gehört er zu den vielen, die mit Karten und Kursbüchern Reisen um die Welt unternehmen, in der Fantasie, auf Karten, in Kursbüchern. Bradshaws Continental Steam and Transit Guide ist eines der ersten Kursbücher der Welt und es zeigt alle Reiserouten, die man per Fahrplan auf der Welt befahren konnte, Fahrten, die einen von Kalkutta nach Shanghai führten, genauso wie Fahrten, die einen von Gotha nach Bad Langensalza oder von Bremen nach Geestemünde führten. Hier kann man also, wenn man eine kleine Reise innerhalb Deutschlands macht, sich vorstellen, Teil eines Verkehrsnetzes zu sein, das einmal die Welt umspannt. Und das ist offenbar etwas, was Menschen im 19. Jahrhundert fasziniert hat. Die Vorstellung, dass die Welt habhaft wäre, wenn man es sich denn leisten könnte.
Wir freuen uns, dass wir hier eine Ausstellung zeigen können, die das BMBF gefördert hat. Hier finden Sie zwei Sammlungen zusammengeführt. Einerseits die Sammlung aus dem Forschungszentrum Gotha und der Universität Erfurt und auf der anderen Seite vom Deutschen Schifffahrtsmuseum. Als Leibniz-Institut für maritime Geschichte sind wir sehr froh und stolz, über einen umfangreichen Bestand an Karten zu verfügen und Navigationsinstrumente, die an bisher keiner Stelle gezeigt worden sind, sehen Sie hier ebenfalls. Seekarten und Navigationsinstrumente sind per se auf den ersten Blick relativ technisch. Auf den zweiten Blick offenbaren sie viel von den persönlichen Erlebnissen der Seefahrer an Bord der Schiffe. Hier sehen wir einen Gärfalken, der vor ungefähr 400 Jahren den Weg aus Island nach Europa gefunden hat. In unseren Seekarten geht es um globale Handelsbeziehungen, um Erlebnisse auf den Meeren, um die persönlichen Erlebnisse eben auch dieser Seeleute. Wir wollen uns damit befassen, wie all diese einzelnen Fahrten zum großen Bild der Welt beigetragen haben, das wir heute alle in unseren Köpfen mit uns tragen. Sextant und Seekarte sind Instrumente zur Orientierung im Meeresraum. Das heißt, sie sind als praktische Navigationsinstrumente eine Voraussetzung für globale Vernetzung. Der Sextant ist zunächst einmal ein Instrument zur Bestimmung des Breitengrades einer Schiffsposition auf See. Das heißt, man würde damit feststellen, wie weit nördlich oder südlich man sich befindet im Moment der Messung. Dieses Instrument macht es damit möglich, sich einmal selbst zu referenzieren oder zu positionieren im globalen Netz. Man würde damit aber zum Beispiel auch in der Lage sein, eine bekannte Destination wie zum Beispiel einen Hafen oder eine Insel mitten im Ozean wiederzufinden. Diese Karten, die wir hier haben, die wir hier sehen, sind Objekte aus den Sammlungen des Deutschen Schifffahrtsmuseums. Die datieren so ins 19., frühe 20. Jahrhundert und sind auf der Grundlage von ozeanografischen Vermessungen entstanden. Das sind Vermessungen, die die Marinen, die ozeanografischen Institute, so seit dem früheren 19. Jahrhundert ganz systematisch durchgeführt haben. Einmal an den eigenen Küsten, dann aber ganz bald auch im globalen Rahmen. Im Zeitalter der Dampfschifffahrt und des Eisen- und Stahlschiffbaus beobachten wir auch bei den Karten eine ganz starke Verwissenschaftlichung und Professionalisierung und im Verbund damit auch eine Steigerung der Effizienz und der Sicherheit in der Schifffahrt selbst, die eben mit diesen Karten funktioniert hat. Wir zeigen in unserer Ausstellung, wie das praktisch funktioniert hat, mit welchen Methoden, mit welchen Techniken, wie man also diese verlässlichen Seekarten nutzte, um sich im Weltverkehr zu orientieren. Ja, mein Name ist Gerold Wefer. Ich leite hier das Haus der Wissenschaft und bin zudem Meeresforscher. Und Grundlage unserer Forschung sind natürlich genaue Ortsbestimmungen, nicht nur an der Meeresoberfläche, sondern auch am Meeresboden. Und deshalb interessieren mich Karten natürlich besonders und auch frühere Expeditionen, wo solche Karten hergestellt wurden. Ich finde die Ausstellung sehr spannend und interessant und würde mich freuen, wenn viele Besucher und Besucherinnen hier ins Haus der Wissenschaft kommen, sich diese Ausstellung ansehen, und offiziell öffne ich damit diese Ausstellung.